Ich bin Finja aus der EGS Bothwald und ich gehe in die 6. Klasse. Ein paar Schüler aus unserer Schule haben einen Rap geschrieben. In diesem Rap geht es um Diskriminierung und Akzeptanz. Akzeptanz ist schwer, jeder hat ein anderes Bild. Von den Menschen, ihren Werten, jeder sitzt im anderen Film. Die Köpfe sind voll, doch die Herzen sind leer. Jeder weiß, Schmerz ist verkehrt. Niemand will allein sein, jeder will ein Teil sein. Des großen Ganzen, des großen Tanzes, jeder will frei sein. Jeder braucht jemanden an seiner Seite, der ihn unterstützt, schützt, schätzt und begleitet. Manche haben sich verstellt, um gemocht zu werden. Haben sich wie andere benommen, aber waren nicht ehrlich. Gefährlich, man verliert sich selbst hinter Masken und stellt sich in Rahmen, die alle nicht passen. Gestehe meine Ängste ein, bin ich allein damit. Bestärke andere, fürchte keinen Konflikt. Ich habe meine Werte, eure Worte verletzen mich nicht. Ich fühle, was ich fühle, weil es menschlich ist. Akzeptiere jeden so, wie er ist, selbst wenn du nicht weißt, wer er ist. Jeder ist so, wie er ist. Die Frage ist, warum man das oft selbst vergisst. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Demokratien sind lernende Systeme. Wir denken das Grundgesetz vom einzelnen Menschen her und seiner Würde. Demokratie bedeutet für mich hauptsächlich, dass man halt frei sein kann in seinen Entscheidungen und auch in dem, was man sagt. Wir alle sind Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Mit gleichen Rechten und Pflichten. Bürger erster und zweiter Klasse gibt es nicht. Das Gesetz sagt, wir sind gleichberechtigt. Akzeptieren, anders oder gleichgeschlechtlich. Toleranz gegenüber Herkunft und Hautfarbe. Toleranz ohne Ausnahme. Die Realität zeigt ein anderes Bild. Das Gegenteil von dem, was eigentlich jeder will. Zu wenig Courage, leider bleiben viele still. Ihre Ignoranz tragen sie wie einen Schild. Schubladendenken, Vorurteile, Klischees. Was zählt? Die eigene Identität. Ohne dein Ich bist du niemand. Niemand ist niemand. Jeder ist jemand, jeder ist einzigartig. Frage der Perspektive, Weitsicht, Klarsicht. Jeder sucht Anerkennung, braucht Respekt. Feminismus bedeutet nicht nur Frauenrecht. Schau nicht weg, es gibt mehr als nur eine Wahrheit. Veränderung bedeutet Arbeit. Empathie, 360 Grad. Gemeinsam wird es stark. Die Demokratie ist nicht die Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit. Der Staat dient dem Einzelnen und seiner Würde, nicht umgekehrt. Sie haben ihre Stimme im Netz und auch in den sozialen Medien. Sie entscheiden, ob die krassesten und lautesten Parolen mit immer neuen Klicks belohnt werden oder ob sie auf Fakten, Vernunft und bessere Argumente setzen. Deutschland ist bunt, voller Kultur und voller Kunst. Deutschland ist voller Kulturen, es ticken ausländische Uhren. Hashtag Globalisierung, Menschen in Bewegung. Sie haben Deutschland bereichert und geprägt und haltet uns für verwegen, aber wir sind gegen AfD und Rechtsextreme. Vorurteile sind ein Riesenproblem. In unseren Köpfen herrscht ein Schubladensystem. Das Aussehen, der Erfolg und die Herkunft sind egal. Nächstenliebe ist unser Schwerpunkt. Mehr Toleranz statt Arroganz. Jeder kann was tun, jeder gibt, was er kann. Doch frage dich, hör in dich hinein. Wie tolerant kannst du gegenüber Intoleranz sein? In den Straßen dunkle Haare, dunkle Haut. Wie sieht für dich ein Deutscher aus? Du bist überall Ausländer, egal wo du bist, wenn du nicht in deiner Heimat bist. Begrüßt eure Nachbarn mit offenen Armen, frag nach ihren Träumen, frag nach ihren Namen. Jeder Mensch ist besonders, glaub mir, was zählt ist die Menschlichkeit in dir. Sie alle sind Teil dieser Demokratie, indem sie wählen gehen, indem sie sich politisch einmischen. Auf einer Straßendemo oder in einer Partei. Oder in einem Gemeinderat. Wir alle sind Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Mit gleichen Rechten.